Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Risen 2 hier bei uns auf Konfi-Kanal. Und ja, endlich können wir uns Antigua genau anschauen. Und zwar die Wildnis von Antigua und Nachschub, Boost, das kennen wir, der Schatz vom Weststrand von Antigua, das... Holy, ist das weit weg. Der Schatz auf einem Plateau. Das ist hier. Und Gibsons Grab. Das war da. Das sollten... Okay, ich habe gesagt, wir gehen jetzt in die Wildnis, aber das sollten ein wir nochmal... Ein Schiff ohne Rum. Stinkt. Ja, ja. Ja. Ja, der Rum ist das beste Puff. Absolut korrekt, aber wir gehen hier erstmal auf Reise und das müsste dann schon hier richtig sein, ne? Ja, hier ist auch Gibsons Grab. Und soweit ich mich recht erinnere, ist hier ein Äffchen. Hier sind sogar zwei Gräber, okay. Eine Grabwurzel. O'Connell. Nesir, stimmt, Nesir ist ja auch. Murray, Gibson und Wally. Erstmal Gibsons Grab, denn so recht ich mich entsinne, gibt es da einen legendären Gegenstand. Mal schön da aus. Crazy shit. So, wegwischen. Und da kommt der Schatz. Gibsons Grab. Und der müsste einen legendären Gegenstand gehabt haben, wenn ich mich recht entsinne. Und ich bin gespannt, was es für einer ist. Öffne den Schatz. Oh, da ist es. Perle, Jadestein, 400 Gold, eine Priestermaske. Sie stellt einen reich geschmückten Priester dar. Sie ist sehr alt und wertvoll. Okay, und die Silbermaske. Klingenfest plus 10. Also haben wir die silberne Maske jetzt auch abgehakt. Die haben wir ja schon lange dabei. Die silberne Maske, die Quest haben wir schon lange dabei. Und jetzt müssen wir zu Nesir. Denn der müsste einen weiteren Hinweis vom Stahlbad haben. Wir müssen eh auch nochmal mit Patty jetzt hier reden. Da hatten wir letztens schon so viele Gesprächsoptionen. Schauen wir mal, dass wir Nesirs Grab hier ausheben. Da ist die Truhe. Komm schon! Ho. Was ein Oschi, wa? Die Karte zu Nesirs Grab. Ist schon mal... Ne, ist gleich groß. Komm, wir heben das Grab erstmal aus und dann reden wir mit unserer Patty. Eine alte Truhe. So. Knochen und 10 Gold. Seltsam, dass mein Vater Pirat geworden ist und kein Totengräber. Warum ist da nichts anderes drin? Das ist jetzt irgendwie kacke. Diese Emma aus dem Voodoo-Laden meinte, ich sei ein Weltenlenker. Ja und? Was heißt das jetzt? Vielleicht bin ich ja zu hören bestimmt. Jetzt werd mal nicht gleich größenwahnsinnig. Du bist ganz gut in dem, was du tust. Aber wir sind ein Team. Vergiss das nicht. Ja, schon klar. Das will ich hoffen. Ja. Garcia, der vierte Kapitän, hat wohl gute Kontakte bei der Inquisition. Wenn wir ihn finden wollen, sollten wir zurück nach Caldera fahren. Sag mir einfach Bescheid, wenn wir unseren Kurs ändern sollen. Okay. Der Admiral hat ein Handelsverbot über die Stadt verhängt. Als hätte der Befehl von irgendwem dich schon mal von irgendwas abgehalten. Naja, es wird schwierig, unsere Vorräte aufzufüllen, wenn die Leute hier nicht handeln dürfen. Du kriegst das schon hin. Sehe ich auch so. In Nesirs Grab war eine Kiste vergraben. Aber sie scheint schon geplündert zu sein. Das klingt nicht gut. Ohne den Hinweis können wir die Rätsel vielleicht nicht lösen. Wenn du den Schatz haben willst, haben wir keine andere Wahl. Dann halte bloß die Augen offen, wenn wir da sind. Okay. Slane hat ganz schön Ärger mit dem Admiral. Und weiter? Was geschieht jetzt? Slane will uns zu seinem Blutopfer Dolch führen. Der soll sich auf einer anderen Insel befinden. Das hört sich doch gut an. Ja, aber ohne Schiffsausrüstung kann er nicht ablegen. Dann beeil dich und besorg den Kram. Ich will hier keine Wurzeln schlagen. Ach, ich schon eigentlich. Wir sollen hier in der Nähe die Augen offen halten? Scheiße, Nesirs Dings wurde schon geplündert. Das ist nicht gut, Leute. Und da hier haben wir noch Eldrick. Das finde ich jetzt echt nicht gut, ne? Wenn ich das mal so sagen darf.
Sieht so richtig scheiße. Stahlbarts Artefakt. Stahlbart hat seinen Schatz bei Garcias Stadt. Naja. Ein Schatz auf Antigua. Okay. Der Steuermann. Ja, das können wir dann eh nochmal machen, wenn wir dann in der Stadt sind. Also wir sollen hier in der Nähe die Augen offen halten, sagt die Patty. Da ist ein Strand. Kacke, also heißt das, Nisirs Grab wurde schon geplündert? Oh. Ich bin bei dir. Patty, Sandteufel! Nervige Fischer. Okay, du machst den anderen, ne? Ja, sehr schön. Ist ein bisschen nervig. Hat er das hier jetzt vergraben? Hat er die jetzt hier versteckt? Das wäre zu easy, oder? Das ist einfach nur eine billige Tour. Aber endlich sind wir wieder auf Erkundungstour. Und das ist eine große Insel. Das heißt, es wird wieder viel, sehr, sehr viel zu erkunden sein. Und ich hoffe, wir werden noch viele Schätze heben. Da habe ich nämlich am meisten Lust drauf, tatsächlich. Richtig schön Kohle einzukassieren. Ich nehme mal die Titanwaffe. Die ist zwar nicht so stark, aber kann die Krabbe jetzt quasi jetzt schon... Kommen wir nicht? Na? Macht doch ganz gut Damage, ne? Aber warum das jetzt danach kein Damage irgendwann hat, weiß ich nicht. Ich denke, wir wechseln mal zum Degen. Ja, mit dem Degen machen wir dann doch schon gut Schaden. Und da kriegen wir eine Muschel. Aber viel mehr wird hier am Strand jetzt... Oh, da sieht's aus, als würde es da einen Geheimgang, eine Höhle geben. So. Mensch, wenn ihr wüsstet, was wir heute schon alles... Wir haben heute den Endjahres-Podcast aufgenommen für die Hamburger Zombies. Und haben sehr viel geredet. Ich will ja nicht spoilern, aber wir haben sehr viel geredet. Oh, könnte das die Truhe sein? Oh Gott, da habe ich mich gerade wirklich erschrocken, tatsächlich. Das erste Mal, dass ich mich so wenig erschrocken habe in dem Spiel, ne? Könnte vielleicht dieser eine Halunke da, könnte das jetzt getriggert sein, hier, den wir da einmal so weit vom Dings entfernt getroffen haben, von der Stadt entfernt. Trank der Ehrfurcht, Ring der Gier, die ist kurz plus 15. What? What? Und Silberzunge plus 5. Diebeskunst plus 15? Hexenamulett, ja. Piratenanhänger? Oh. Ah. Okay. Moment, wo war denn der eine hier? Diebeskunst plus 10, schmutzige Tricks plus 5. Silberzunge plus 5, wie awesome? Wie awesome ist denn bitte der Ring der Gier? Das heißt, wir können jetzt schon, wenn wir den Ring wechseln, und... War das nicht noch was? Wir hatten noch einen Trank, glaube ich, ne? Trank der Überzeugung. Hatten wir nicht noch einen Diebeskunsttrank? Ne? Sicher? Permanente Wirkung. Und mit den Dingern können wir wahrscheinlich auch gut Tränke brauen, wa? Okay, dann hatten wir doch keinen Diebeskunsttrank. Wir könnten plus 15 bekommen. Auf Diebeskunst. Das heißt, wir haben jetzt Diebeskunst maximal schon auf 70. Wir könnten 70er Truhen öffnen, Leute. Wir könnten fucking 70er Truhen öffnen. Das finde ich ziemlich, ziemlich awesome. Wir setzen erstmal wieder den Hut auf. Doch, das finde ich richtig gut. Ja, wir müssten 17 öffnen können. Aber was heißt das jetzt für den dritten Hinweis da bei Stahlbart? Oh, tatsächlich eine Perle bekommen, nice. Ich guck gerade hier nochmal. Nee, wir könnten 70er Truhen und Türen und Schlösser öffnen. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. So, dann war es das hier schon mit dem Strand. Leider haben wir hier jetzt nicht den Hinweis Richtung Nisirs Grab gefunden oder so. Ob Slane den irgendwie schon gelootet hat. Beziehungsweise gehoben. Muss man ja sagen. Das Äffchen lassen wir leben. Wir gehen einfach mal hier weiter, würde ich sagen.
wenn's denn hier weitergeht. Eine Höhle. Eine Höhle ist immer gut. Ein Dunkeldürrer. Ein Dunkeldürrer ist nie gut. Aua. Wo ist meine Patty? Ey, greif nicht Patty an. Jetzt der Ton wieder gerade so dumm. Schön, Patty. Sehr schön. Den Dunkeldürrer haben wir. Oh, hier ist eine Herzader. Ich muss immer noch mal mich informieren, ob diese Goldbrocken uns was bringen. Habe ich immer noch nicht getan. Sehr schön. Oh, hier ist wieder eine Kiste. Verschlossen. Was stand davor? 60. Ah, easy. Easy. Die öffnen wir doch easy peasy, lemon squeezy. Mein Herr. Dann nehmen wir jetzt den Ring der Gier und dann sind wir auf 70. Oh, das finde ich einen richtig geilen Fund. Oh Gott, was ein Schloss. Okay, das wird nicht so einfach. Okay. Zack. Komm. Ah, okay. Habe ich mir zwar gedacht, aber ich habe gedacht, die machen es ja, entspannter. Aber da machen wir es so. Oh, was? Dann bricht der echt nochmal? Holy. Da, die verarschen hier gerade. Guck. Jetzt, und jetzt sollte man denken, jetzt muss man nochmal zurückgehen. Nö, jetzt muss man hier. Zack. Da muss jetzt aber auch was drin sein. Ich finde übrigens gut, dass die Dietriche nicht brechen. So, was haben wir da? Trank der Überzeugung, wieder Silberzunge, 2 Goldbrocken und 6 Kugeln. Gut, das war jetzt nicht so der Knüller. Aber unsere erste 60er-Tour. Trotzdem sollten wir wieder den Ruhmring, den plus 5% Ruhmring, das hat sich mit der Zeit dann doch schon, glaube ich, bewiesen. Vor allem geläppert hat sich das, dass wir den Ruhmring getragen haben. Immer 5% dazu zu kriegen, ist, glaube ich, ganz nice. Und hier ist eine 20er-Truhe. Mitten in der Höhle. Interessant, was haben wir da? 2 Speere, 2 Crocs und 4x Schrotmunition. Okay. Da ist ein Trank und da ist Piraten. Das Gefährlichste an Einhand-Willi war seine Hakenhand. Jeder, der sich mit Willi auf einen Zweikampf einließ, bekam sie zu spüren. Willi kehrte von der Insel der Toten nie zurück. Die Hakenhand, Insel der Toten. Okay, das wird bestimmt noch in der Zukunft. Da ist ein Dunkeldürrer. Gargoyle? Was? Was? Zum Fick? Willst du mich verarschen? Gargoyle? Ist Patty tot? Die ist doch nur bewusstlos, oder? Die kommen hier nicht rein. Okay, Misplacement. Wenn man das mal so sagen darf. Patty ist nicht tot. Leute. Ich kenne... Und jetzt ist der Sound wieder so dumpf in der Höhle, weil wir nicht direkt neben den Leuten stehen. Ich kenne diese Viecher nicht. 1 von 12? Was ist das für eine Quest? Hat das irgendwas mit den DLCs zu tun? Was um alles in der Welt war das? Ein neuer Feind. So viel ist schon mal klar. Ich hoffe, Eldrick kann uns das erklären. Widerlich. Mal Axt erhalten. Okay. Das sagt mir gar nichts. Auch dieser... Das hat, glaube ich, was mit dem DLC zu tun. Und es gefällt mir ganz und gar nicht. Gargoyles? What? Ich helfe dir. Ich habe gerade echt schon gedacht, wo die auf uns gekommen sind, ne? Was ist denn das Ekliges? Aber Gargoyles kenne ich aus Resident 2 nicht. Oh, ich liebe die Muskete mit dem Bajonett vorne dran. Holy fuck. Was sind denn das wieder für Höllenbruten? Und die haben Feuer gespeit. Das hat doch wieder was mit Feuertitan und so zu tun. Kann das sein, dass diese Eldrick-Mission ein DLC ist? Das ist jetzt gerade wirklich kein Scherz. Ich befürchte, diese Eldrick-Mission ist ein DLC.
Also ich befürchte nicht, was heißt befürchte? Ich gehe davon aus, die Eldrick-Mission ist ein DLC. Weil sowas habe ich in der Welt von Risen noch nicht gesehen. Holy fuck, ihr... Hätte ich das mit Facecam aufgenommen, ihr hättet mein Gesicht mal sehen müssen. Ich gerade reagiert habe, wie ich geguckt habe. Also ich fand es ja schon mal gut, dass die Viecher da nicht wegkommen. Das heißt, die können wir gut kiten. Die können wir da gleich gut in die Höhle kiten. Ja, Junge, das ist doch voll lame. Ja, aber ich glaube, die hauen ganz schön rein. Vor allem haben sie auch den Sound von den Ogern, ne? Wie awesome sind denn bitte Gargoyles? Auf die Idee muss man erstmal kommen. Den Schmerztöter, nice. Also auf die Erklärung. Gargoyle, Ei. Das ist ja widerlich. Du musst aber auch alles anfassen, oder? Gargoyle Ei, das ist safe eine Nebenquest. Eine DLC-Quest. Safe, guckt euch die Viecher an. Ich helfe dir. Ja, daneben sind auch noch normale Sandteufel. Sie tritt erstmal drauf ein. Es wird's bestimmt bringen, Patty eintreten. Boah, kritischer Treffer, der war nice. Komm, Bayonett, wir machen mal na. Oh, oder Patty auch. Niemand legt sich mit einer Stahlbart an. So sieht's aus. Schade, dass der Sound, das ist mir tatsächlich beim ersten Mal durchspielen, oder ist schon so lange her, dass ich es nicht mehr in Erinnerung hatte, dass der Sound manchmal so verhunzt ist, wenn die Leute von einem weiter weg sind. Ist realistischer, ja, aber ich helfe dir. Ist irgendwie ein bisschen komisch. Sandteufel. Okay, uns greifen jetzt die Sandteufel erstmal an. Hat der Gargoyle gerade den einen Sandteufel da hinten angegriffen? Oder sah das nur so aus? Hör auf, Kollege. Was soll das? Hör auf. Zack. Oh, der hat mir ganz schön zugerichtet. Ne, der Gargoyle ist noch da hinten. Das ist gut für uns. Schlecht für ihn. Sah so aus, als hätte er den... Okay, er kommt. Schön auf das Köpfchen ziehen. Hier haben wir doch einen recht markanten Kopf. Da ist ein Crit. Aua. Okay, macht nicht ganz so viel Schaden, aber was haben die da? Mistviecher. Die Äxte sind echt groß, ne? Die da in der kleinen Axt ist immer groß, aber... What the fuck? Gargoyle, ich komme da immer noch nicht drauf klar, ne? Aber die Insel war immer so aufgebaut, oder? Also der Aufbau von der Insel hat sich nicht verändert. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. So, eine Flugpuppe, Proviant und Gold. Der Aufbau kann sich nicht verändert haben. Das wäre strange. Aber meine Güte, sind das geile Gegner. Ich liebe das Design. Eldrick ging also den Bach entlang. Dann kann es ja nicht so schwierig sein, ihn zu finden. Ist das Eldrick? Eldrick, mein Freund. Eldrick. Hallo Eldrick. Erstmal deine Truhe looten. Da ist er, unser Kollege Eldrick. Das muss safe. Ich kenne ihn. Nein, das wusste ich nicht. Ich wusste das wirklich nicht. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Das muss DLC sein, Eldrick. Hey, Eldrick. Was machst du denn hier? Mir? Moment. Das ist doch nicht möglich. Bist du es wirklich? Ja, Mann. Ja, ich bin es. Ist schon ein paar Tage her, was? Ich und die Menschen von Faranga haben dir eine Menge zu verdanken. Dank deines Mutes konnten wir den Feuertitanen wieder in seinen Käfig sperren und das Schlimmste verhindern. Ohne dich wäre ich nicht weit gekommen. Mein kleiner Beitrag war nichts im Vergleich zu deinen Heldentaten, mein Freund. Bei allen guten Geistern bin ich froh, dich hier zu treffen. Was zum Geier machst du hier eigentlich? Mein Forscherdrang und Sorge um die Menschheit hat mich hierher geführt. Es gibt da ein Wesen von uralter Macht. Es sieht fast so aus, als wolle es die Kontrolle über die ganze Welt an sich reißen. Du redest von Mara. Du weißt davon? Natürlich weißt du es. Sonst wärst du ja nicht hier, nicht wahr? Natürlich. Natürlich.
Das erklärt aber immer noch nicht deine Anwesenheit hier. Mara hat etwas in Gang gesetzt, das niemand mehr aufhalten kann. Sie hat den Sturm und die Heere der Lüfte auf ihre Seite gebracht, mein Freund. Die Auswirkungen ihrer Gräueltaten sind selbst hier auf Antigua zu spüren. Was hat sie getan? Mara hat alle ihre Trümpfe ausgespielt. Selbst die Herren der Lüfte vermochten es nicht, sich von ihren Tentakeln zu befreien. Die Gargoyles wurden zu Boden gezwungen und verrichten nun Maras Werk. Gargoyles, was sind das für Viecher? Wo kommen sie her? In den alten Schriften der Magier ist von einem alten Himmelsvolk die Rede, die einst so mächtig waren wie die Echsenmenschen von Faranga. Ihr Reich war unermesslich und ihre Festungen unerreichbar für die Menschen. Jedoch als das Zeitalter der Zerstörung begann, zogen sie sich in ihre Gewölbe aus Stein zurück, hoch oben in den Gipfeln der höchsten Berge. Viele Jahre hat niemand mehr ihre Zeichen am Himmel zu Gesicht bekommen. Bis heute. Sie haben eine Kultur wie die Echsen auf Faranga? Laut den alten Schriften der Magier soll es so gewesen sein, ja. Schwer vorzustellen, wenn man sieht, was heute aus ihnen geworden ist. Was hat sie aus ihren Löchern getrieben? Gargoyles sind magische Wesen. Sie beziehen ihre Kraft aus den Quellen ihres heiligen Berges. Auf dem Gipfel des Berges steht ein Tempel. Die alten Schriften sprechen von dem Lufttempel. Ein mächtiges Unheil ist dort vorgefallen, dass es die Gargoyles über die Meere treibt. Alles deutet darauf hin, dass Maras Machenschaften dafür verantwortlich sind. Verstehe. Und dieser heilige Berg mit Tempel drauf steht wo? Das ist das große Rätsel. Es heißt, der Lufttempel sei eines Tages einfach verschwunden. Unsinn. Die Gargoyles hier sind wohl kaum aus Erdlöchern gekrochen. Nun, etwas seltsam ist es schon. Ich habe noch lange nicht alle Zusammenhänge verstanden. Ich muss diesen Lufttempel finden und mehr darüber in Erfahrung bringen. Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Nachdem die Magie von der Inquisition verbannt wurde, haben die Magier ihre Vormachtstellung verloren. Ich als Druide hatte zwar nie viel mit ihnen zu tun, jedoch war es eine Qual zu sehen, wie viele von ihnen ihre Gemeinschaft aufgaben und sich in alle Winde zerstreuten. In dieser Zeit war ich sehr häufig in ihren Bibliotheken und habe meine Forschungen vorangetrieben. Okay, bevor wir mit Eldrick weiterreden, liebe Leute, tut es mir leid, machen wir aber einen kleinen Cut. Eldrick hier mit dem Moonwalk. Machen wir einen kleinen Cut. Wir reden im nächsten Part mit Eldrick weiter. Der Part darf nicht so lange gehen, leider. Da ich den noch relativ zeitnah hochladen muss. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Holy fuck, Gargoyles. Ich gehe kaputt. Noch nie gesehen. Hilfe.